Das VfL Fan TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag empfing der VfL Gummersbach den bärenstarken Aufsteiger aus Erlangen und wollte gegen die Franken nach zuletzt 5 sieglosen Partien in Serie endlich wieder 2 Punkte einfahren. Wie so oft zu dieser Jahreszeit war die Halle ausverkauft und die Stimmung entsprechend gut. Allerdings zeigte sich gleich zu Beginn ein Akteur in Topform, der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken sollte, HCE-Keeper Nikolas Katsigianis. Seine Parade leitete den schnellen Gegenangriff ein, den Jonas Tümmler vom Kreis aus erfolgreich abschloss. Der VfL tat sich in der Anfangsphase relativ schwer gegen die starke Defensive der Gäste, vergab aber zusätzlich noch beste Chancen, wie hier Kevin Schmidt. Emir Kotagic sah sich deswegen schon früh zu einer Auszeit gezwungen. Zum Glück für die Hausherren hatte auch Carsten Lichtlein einen ordentlichen Tag erwischt und parierte hier den Versuch von Isaias Guardiola. Es dauerte dennoch eine halbe Ewigkeit, bis der VfL endlich erfolgreich war. Julius Kühn traf per 7 Meter. Im Gegensatz zu ihm hatte Nationalmannschaftskollege Simon Ernst allerdings nicht den besten Tag. Aus seinem Fehlwurf wurde nach Traumpass von Katsigianis ein einfaches Tor durch Ole Ramel. Trotz des Fehlversuches zuvor fasste sich Simon Ernst aber erneut ein Herz und verkürzte zunächst auf 2:5. Und dieser Hammer von Julius Kühn sorgte für viel Freude bei Geschäftsführer Frank Platten. Insgesamt blieb die Partie aber recht torarm. Im Mittelpunkt standen weiterhin die beiden Torhüter, zunächst konnte Carsten Lichtlein glänzen. Er bediente dann blitzschnell Florian von Krochalla, doch der scheiterte völlig frei am überragenden Katsigianis. Joachim Deckarm, der das Spiel in der Halle verfolgte, sah zur Pause aus Sicht seines VfL einen 7:8 Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam dann etwas mehr Fahrt ins Spiel, unter anderem durch Erlangens Linksaußen Martin Stranowski, der mit seinen 9 Treffern zum besten Schützen des Abends avancierte. Es blieb aber das Duell der Keeper. Hielt Carsten Lichtlein für den VfL, setzte Katsigianis für Erlangen aber meist sogar noch einen drauf. Überragend seine Parade gegen Kevin Schmidt. Mitte der zweiten Halbzeit dann eine weitere schlechte Nachricht für die Oberbergischen. Jewgeni Pewnow konnte nach der dritten Zeitstrafe vorzeitig duschen gehen. Während sich Pewnow kaum beruhigen konnte, gab Julius Kühn nochmal so richtig Gas und die Begegnung schien zu kippen. Hier der nächste Treffer des Rückraumshooters. Endlich landeten auch mal die Abpraller beim VfL und Alexander Becker setzte erfolgreich nach. Spektakulär in der Zeitlupe, vor allem aber der Rettungsversuch des Erlanger Keepers. Julius Kühn traf wenig später zum erneuten Ausgleich, ein Punktgewinn oder gar ein Sieg des VfL lag plötzlich in der Luft. Nikolai Teilinger hatte aber etwas dagegen und traf zum 20:19 kurz vor Ende der Partie.
Wenig später fing dann Ole Ramel den Pass von Julius Kühn ab und markierte den 21:19 Endstand ins leere Tor. Ich denke, ein gutes Spiel war das nicht. Ich denke, man kann sagen, die Abwehr hat ordentlich gestanden mit einer guten Torhüterleistung da hinten dran. Und es ist einfach schade, dass wir zu Hause nicht mehr als 19 Tore werfen, weil ich finde, mit so einer Abwehrleistung, die wir heute gebracht haben, müssen wir ein Heimspiel auf jeden Fall gewinnen. Und da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Das haben wir heute hier heute verkackt. Ist einfach so. Und ja, wir haben da viel aufzuarbeiten, was unsere Angriffsarbeit angeht. Und damit haben wir eine Menge zu tun in der Vorbereitung dann.